Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also vielleicht nochmal zur Klarstellung hier, weil bisher ja alle Agenturmeldungen und Berichte sich auf Aussagen von Sitzungsteilnehmern stützen. Ich persönlich habe gestern nach der Sitzung überhaupt nichts erklärt. Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Diese Entscheidung steht fest. Über den Zeitpunkt gibt es noch einige Gespräche, aber auch der Zeitpunkt dieser Niederlegung wird im Laufe dieser Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt. Ich habe es dann über 10 Jahre ausgeübt, bin dankbar, dass ich über eine so lange Zeitspanne dieses auch sehr spannende, inhaltsreiche Amt ausüben durfte. Und ja, der Wechsel gehört zum Leben, auch für mich. Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister und das bleibt das auch. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass, eine Äußerung zu tun. Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben. War das klar genug?